Geht auf zu Avengers! Hi, hier euer Open Beta mit einer kleinen Vlog-Tour und dazu gibt's dann Avengers Infinity War, meine Meinung dazu. Ja, lassen wir doch direkt mal ein paar der schönen Szenen ablaufen. Handa macht nom 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 nom. Ja, viele waren ja gespannt auf den Film. Es ging sich darum, dass einige Characters wohl nicht zurückkommen werden, wie zum Beispiel Thor oder Iron Man, da die Verträge der Charaktere bzw. Schauspieler hier ausliefen. Und ich muss sagen, ich werde euch dazu nichts verraten, ob die beiden sterben werden, Thor oder Iron Man, oder nicht. Ich kann euch aber sagen, dass hier Charaktere gestorben sind am Ende des Films, beziehungsweise im Laufe des Films, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie sterben werden. Und ich fand's unglaublich krass. Ich find's sehr witzig. Ich hab Thanos Handschuh. Suchst du Thanos Handschuh? Willst du alle Infinity Steine? Beim ersten Tod dachte ich noch, okay, ja. Aber dann sich in der nächsten Sekunde darüber klar zu sein, dass dies das Ende dieser Figur sein wird, hätte ich nicht gedacht. Und ja, ich weiß noch nicht, wie weit das Ganze geht. Wir werden das jetzt im Laufe der Zeit sehen. Lecker. Also wenn ihr so ein bisschen auf Romantik steht oder so, dann hat der Film kleine Ansätze dafür. Aber leider verpasst er die Chance, da dann auch mehr zu sein. Sondern gibt sich ganz klar dem hin, was dieses Genre groß gemacht hat, die Superheldenfilme. Und zwar Action. Es gibt einen kleinen Anfang und setzt dann das fort, was Thor und die anderen Vertreter hier, zum Beispiel Iron Man, groß gemacht haben oder der erste Avengers-Film. Es ist ein ganz klarer Fokus auf Action mit leichtem Humor. Und das funktioniert unglaublich gut. Ja, damit kann ich dich auch besiegen. Hulk, böse. Dazu sagen, ihr habt schon eine Ankündigung zu einem Film beziehungsweise einen neuen MCU-Charakter. Und das sind, damit ist nicht die Post-Credit-Scene gemeint, die außerdem ultra spät kam. Meine Fresse, war das lang mit den Credits. Und es gab wieder Idioten, die dann aufstehen mussten und Pipapo, die dann sich wieder große Protz fühlten. Egal, kommen wir zurück zum Film. Wir haben hier einen Charakter, der angeteasert wird, wo ich auch sage, bevor ihr jetzt an irgendeinen MCU-Film denkt oder irgendeinen anderen Marvel-Film, guckt diesen Film. Wenn ihr Bock auf irgendeinen Marvel-Film habt, guckt den zuerst. Hundertprozentig. Ansonsten nimmt es euch nämlich das weg, was der Film euch schon gibt. Nämlich die Ankündigung zu neuen Charakteren. Und da bin ich mir sicher, dass ich noch nicht alle davon gefunden habe, die irgendwo eine Anspielung oder Andeutung in diesem Film haben, die jetzt kommen könnten als nächste Phase der MCU-Filme. Total krass. Und ich kann euch versichern, guckt euch auch die Serien an. Also egal, ob das Comic-Look ist oder nicht. Also Guardians of the Galaxy, Avengers Assemble, Spider-Man, die neue Serie wird mit dabei sein. Und. Also nehmt diese Serien mit. Denn Kleinigkeiten, die ihr sehen werdet, wo ihr denkt, warum? Ja, wo zum Beispiel die große Schlacht in Wakanda hat einen Hintergrund. Zwar sind die MCU-Charaktere in den Serien nicht kanonisch, also sind aktuell auch so in den Filmen vertreten, aber Sachen, die in diesen Filmen passieren, passieren auch so in den MCU-Filmen. Das heißt, diese Erklärungen, warum jetzt gerade dieser Charakter oder warum Thanos jetzt gerade so ist in dieser Situation und gerade das hinter sich stehen hat, wie diese Armee und pipapo. Solche Sachen können euch
wirklich in den Cartoon-Serien erklärt werden. Und das finde ich super. Finde ich total brillant. Ich habe bei der großen Schlacht um Wakanda, habe ich zum Beispiel da gesessen und wusste genau, warum jetzt das in dieser Schlacht passiert. Wer ist denn, was ist das für eine Armee, die wir da ganz kurz sehen, die auf die Helden rankommen? Kriegen wir nicht erklärt. Man sieht nur eine Horde, die auch im Trailer jetzt, die auf die Helden und die ganzen Einheiten von Wakanda trifft. Und warum das so ist, wer das ist und viele weitere Fragen erklärten euch wirklich diese Serien. Aber ich schweife ab. Ich muss dazu sagen, im Allgemeinen war der Film ein bombastisches Actionfeuerwerk. Wie gesagt, großes Feuerwerk für alle Action-Fans mit leichten Humor dabei, wie zum Beispiel Thor 3. Bloß ein bisschen schwächer wie da. Und andere Sachen, also einen sehr großen Wert auf Action und die Action ist bombastisch. Ja. Die ist einfach sowas von übertrieben gut. Das glaubt ihr nicht. So, und ihr habt ja auch schon das Video gesehen mit dem kleinen bisschen Merch dabei. Und die kleine Hulk-Figur, wo die steht, zeige ich euch jetzt. Und der Thanos-Handschuh, ich will immer Gauntlet sagen, der hängt jetzt für euch immer hier an meiner Steckdose, damit ihr diesen sehen könnt. Finde ich super toll, mit allen Infinity-Steinen bei. Super geil. Wobei das Angebot zu Star Wars Episode 8 war da doch ein bisschen schöner, fand ich. Aber es ist ein kleines Manko, sage ich mal. Finde ich schon schön. Und schaut jetzt noch, wo der kleine Hulk steht, was er da macht. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, diese Review hat euch gefallen. Und diesen kleinen Vlog. Bis zum nächsten Mal, euer Open Beta. Ciao. Klein Hulk sitzt jetzt neben dem BB-9, den ich ja im Star Wars Video ein bisschen falsch beschrieben habe als BB-8 Empire Edition. Richtig gesagt, es ist ein BB-9 und daneben steht mein Hulk.